Ein bislang unbekannter Täter hatte gestern gegen 16.50 Uhr versucht, einen Kiosk auf der Gereonstraße zu überfallen. Die 52-jährige Inhaberin des Kiosks befand sich alleine in einem Nebenraum des Kiosks, als der maskierte und mit einem Messer bewaffnete Täter plötzlich vor ihr stand und Überfall rief. Das Opfer schrie sofort um Hilfe, worauf der Täter den Kiosk ohne Beute verließ und zu Fuß in Richtung Freiheitsstraße flüchtete. War alleine, Kartoffelschäle. Und dann, es muss geklingelt haben. Da habe ich die Kartoffeln und Kartoffelschäler liegen lassen, habe ich mich umgedreht. Da sah ich einen Mann vor mir mit Maske, Messer in der Hand, ganz leise Stimme. Seine Stimme konntest du kaum hören. Ne? Da sagte er Überfall, aber ganz leise. Und dann bin ich irgendwie zur Seite gegangen und seine Hand festgehalten. Und dann ganz doll geschrien, ne? Und als ich so laut geschrien habe, dann ist er rausgelaufen. Ich bin hinter dem her. Ja, und dann habe ich ganz doll geschrien. Kein Mensch hat sich drum gekümmert. Bloß da kam ein Junge entgegen. Habe ich gesagt, halt ihn bitte fest. Der hat mich gerade bedroht. Der hat ein Messer, aufpassen, halt ihn bitte fest. Ich rufe die Polizei. Hinterher war ich so schockiert, dass ich angefangen habe, auch zu weinen. Ein Zeuge, dem der Täter wenig später entgegenkam, konnte den Täter wie folgt beschreiben: männlich, circa 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß, schlanke Statur, dunkler Teint, sehr kurze dunkle Haare, bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem weißen Pullover. Hinweise an das Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02162-3770. Heute wurden die Videos der Überwachungskameras aus dem Kiosk ausgewertet. Auf diesen Videos ist deutlich zu erkennen, dass der Täter vor seinem versuchten Überfall am Kiosk vorbeigeht. Vermutlich hat er so die Lage im Kiosk überprüft, um einen günstigen Zeitpunkt für seine Tat zu wählen. Deutlich zu erkennen ist auch der zögernde Moment zu fliehen. Wer den Täter auf diesen Videos erkennt, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei Viersen zu melden.